Er ist Deutschlands bekanntester Tätowierer, betreibt 3 Tattoo-Studios, hat auch schon prominente Kunden tätowiert. Und ja, wir lassen uns jetzt mal verzaubern von der Kunst des Tätowierens, meine Damen und Herren. Bitte begrüßen Sie Daniel Krause aus Berlin. Krause, so, du bist sehr erfolgreich als Tätowierer, du hast schon viele Prominente tätowiert. Zu so einem Tätowierer muss man ja Vertrauen haben. Ne? Ja, sollte man. Gerade wenn man sich was auf den Rücken tätowieren lässt. Oder so. Ich habe so, das ist ja das Problem, viele vertrauen dem Tätowierer und hinterher merken sie, hätten sie mal lieber nicht machen sollen. Ja. Aber Arschgeweih ist doch out, oder? Macht man nicht das mehr. Das ist ne? richtig out. Also das ist also so mega out, obwohl du wirst lachen, ich hatte wirklich vor knapp 3 Jahren immer noch welche, die wollten das. Und das waren dann aber auch Prostituierte, russische Prostituierte. Ah, okay, glaub, die waren dann jetzt spät dran. Jetzt kommen wir aber in Details hier. Ne? Ja. Oh, ich merke, wir müssen gerade Werbung machen. mehr zu russischen Prostituierten gleich hier bei uns, meine Damen und Herren. Vielleicht lässt sich einer von Ihnen heute tätowieren. Das fragen wir gleich mal, bin mal gespannt. Und wenn, bin ich interessiert, was? Also bleiben Sie dran, bis gleich. Daniel Krause bei uns. Tätowierer von Beruf. Mal aufzeigen, wer ist tätowiert? Hände hoch. Ja, das könnte hinkommen. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Dich zähle ich nicht mit. 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23. Ja, ungefähr 10%. Das ist eine gute Schätzung. Jetzt habe ich mal eine Frage. Wie viele von euch haben denn Pech gehabt mit ihrem Tätowierer? Wie viel? Wer hat so ein schlechtes, so ein richtiges Scheiß-Tattoo? Wer hat ein Scheiß-Tattoo bekommen von irgendeinem? Gibt es einen, der ein richtiges Pech von einem bekifften, besoffenen Tätowierer bekommen? Hier vorne, da. Hast du? Ja. Sie? Ja? Wirklich? Können Sie das zeigen oder ist das, wo man es nicht. Bitte? Schlecht gestochen. Ja? Kriegen wir das auf die Kamera? Ah, okay. Kann man das sehen oder ist es wo es jetzt ungünstig wäre? Am Bauch. Nee, das ist uns okay, zu. Okay, das können wir jetzt nicht. Das ist ungünstig. Gott sei Dank. Okay. Wenn ich mir mit Edding hier was draufmale und das gut mache, dann sieht ein Tattoo ja auch mal für den Tag ganz echt aus. Es gibt schräge Ideen. Also wir haben das hinten gerade gecheckt. Das heißt, ich muss mal gerade die Jacke ausziehen. Okay, jetzt geht's gleich los mit Tätowieren. Wir haben das hinten gerade gecheckt. Also jetzt, wir probieren mal. Wir fiese Ideen. Und okay. Du siehst aber, wenn die Linienführung sauber ist, ob das so gewollt ist oder ob da einfach nur ein Stümper am Werk war. Und leider gibt es halt zu viele Stümper. Ja. Aha. So. Geil. Wussten Sie nicht? Ja, jeden Tag was Neues, ne? Sag ich immer. So, pass auf, genau. Hier, zeig mal, wie man tätowiert. Vielleicht kannst du es mir beibringen. Du hast hier so ein Tattoo-Board dabei. Jetzt pass mal auf. Ja. Es gibt ja, bevor es schief geht, wir haben ja auch Lehrlinge und sowas. Es gibt, ist das ein Ausbildungsberuf? Eigentlich nicht. Du musst den Lehrmeister suchen, der zeigt dir das dann irgendwie. Okay. Also kann im Prinzip jeder Depp ein Tattoo-Studio aufmachen? Das ist das. Und kann sagen, hier draußen ein Tattoo-Studio draufstammen, dann fängt er an mit dem Ding hier rum. Es ist so krank, dass ein Bockwurstverkäufer auf dem Weihnachtsmarkt mehr Hygieneregeln einhalten muss als ich als Tätowierer und ich spiele im Blut anderer Leute. Und das ist, ich bin auch engagiert im Bundesverband Tattoo. Wir kämpfen dagegen an, weil ich glaube, dass die Leute, die Bock auf ein Tattoo haben, die drücken ja Emotionen aus, die streben nach Individualität. Da steckt viel mehr drin als der Gangsterkram von früher. Ja. Und die haben Recht darauf, dass sie hinterher nicht rumlaufen wie die Idioten. Und richtig. Deswegen muss geübt werden. Und du übst dann immer an Würsten oder was? Ist Würsten, das hier? Bananen, Melonen. Ja. Guck mal, kriegen wir den Stöpsel da drüben? Halt mal kurz fest. Ja. Die Wurst gefällt dir am besten. So, ich würde jetzt gerne mal wissen. Tätowierst du auch auf so Genitalien und sowas? Nee, ich muss mittlerweile auf meine alten Tage nicht mehr an Genitalien ran. Das kann ich meine Jungs und Mädels. Warum? Weil du es selber eklig findest? Oder ich finde das selber. Ich finde es erstens eklig, das dann zu machen auf Genitalien. Und ich denke, es sollte alles seine Grenze haben. So. Und, also, du bist dagegen, auf Genitalien zu. Ja, aber ich denke, wenn der da irgendwie auf seinen Genitalien dann irgendwie dann so ein Ding drauf hat, ich muss das vorher noch in die Hand nehmen, also dann habe ich, glaube ich, ein Trauma zu verarbeiten, brauche ich nicht. Der Handschuh ist verkehrt. Also können Sie vergessen, wenn Sie zu mir ins Studio gehen, brauchen Sie gar nicht erst reingehen und sagen, Entschuldigung, können Sie mir einen Penis auf meinen Penis tätowieren? Das ist ja, Piercen und Tätowieren gehört ja auch immer zusammen. Es gibt ja so viele gepierste Mädels und die machen dann so ein Intim-Piercing. Und dann frage ich die Menschen, warum tust du dir das an? Und dann sage ich, ich mache das für mich selbst. Und da habe ich die mal gefragt, ich sage,
Wie muss ich mir das vorstellen, wenn du das für dich selbst und nicht deinen Freund machst? Du bleibst dann nach der Dusche noch 10 Minuten stehen und guckst dir das dann so an, oder wie? Oder wie muss man das ungefähr machen? So, okay. So, jetzt pass auf, jetzt wird es ein bisschen laut. Ich zeig dir das einmal, ganz kurz. Kannst du aussuchen, entweder nimmst du die Wurst oder die Banane. Ja, ich nehme die Wurst. Okay, ich nehme aus Tradition. So, jetzt versuchen wir das mal anzuschmeißen. So, das ist alles, was man braucht zum Tätowieren. Mehr brauchst du. Ah, guck mal hier. Hey. Ja, bis gleich. So. Na? Kann ich helfen? Versuchen wir. Gott sei Dank. So. Ah, jetzt läuft die Wasserkiste. Geht einfach so raus. Okay. Jetzt hier das hier so hin, das Ding. So. Dann kommst du einmal vorsichtig ein, sich jetzt nicht zu tief. Okay. Dann machen wir es wie beim richtigen Kunden. Wir cremen den ein. Die ganze Wurst eigentlich? Nein, nur so ein bisschen. Jetzt versuchst du mal ein sauberes S darauf zu machen. Alter, so. Ein sauberes S rein zu tätowieren. Wenn ich mich jetzt außerdem selber treffe, habe ich ein Tattoo, oder was? Dann hast du ein Tattoo. Komm, stell das mal vor. So. Hey, Band, wer will ein Tattoo von euch? Ich biete Stirn-Tattoos an. Wir könnten euch ja mal durchnummerieren. Weißt du, was auf dem ist? Ein sauberes S? So, reicht? Genau. Reicht? Reicht das jetzt ein ganzes S, oder? Das reicht ein ganzes S. Okay. Mal vor. Ja, das ist schon mal nicht schlecht, ne? Und da muss er immer abwischen, ja? Also er hat auf jeden Fall, also er hat zu tief gestochen, die Wurst ist... Ja. Ich hab zu tief gestochen, die Wurst ist durch. Die Wurst ist durch, so. Ich geh nicht mal... Also es heißt? Also leichter, so ganz nur so zicke-zacke. Das ist mehr ein Kratzen. Ja, okay, so. Ja, so ist doch gut. So, das reicht so. Wieder? Ja, reicht. Also er hat, stellen Sie sich vor, ich hätte ihm das jetzt auf den Arm gemacht. Ja. Er hat ein sauberes S hingekriegt. Ein einzigartiges, ich habe noch ein S probiert, das ist aber ein bisschen verwurschtelt. Das T ist gar nichts geworden. Also würde aber gut aufplatzen, wenn du sie jetzt auf den Grill legst. So, dann kannst du das natürlich. Achso, Sie haben gelacht, weil sie dachten, ich hätte mit Absicht SS? Nein! Ich habe nur ein zweites, ich wollte mal einen Vornamen da rein. Gott, oh Gott. Klasse. Man kann doch überhaupt nichts mehr machen, ohne dass einem alles Mögliche unterstellt wird. So, ja, vielen Dank. Wo findet man dein Tattoo-Studio? Berlin? In Berlin. Berlin, in Mitte. Es gibt mehrere, aber such dir einfach, google das einfach, Klassik Tattoo. So. Ja, das war's für heute, meine Damen und Herren. Kleinen Applaus für Daniel Krause. Was? Ja, es gibt auch noch dieses Buch von dir, ne? Ah. Das haben wir vergessen. Das haben wir vergessen. Das Wichtigste. Da finden Sie alles zum Thema Tattoo. Unter dem Titel Goodbye Arschgeweih hat Daniel Krause natürlich auch ein Buch über Tätowieren geschrieben.